Alle Jahre wieder fragen wir uns an Weihnachten genau zwei Dinge. Wo ist bitte das Jahr geblieben und wer soll das eigentlich alles essen? Darüber kannst du dir auf dem Weg zwischen Kühlschrank und Couch noch genug Gedanken machen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Vorbereitung. Halte dich an deinem Plätzchen fest. Hier kommt die Stimme, die dir sagt, was du als nächstes auf Netflix schauen kannst. Neu auf Netflix. Soll ich über Weihnachten gucken? Über Weihnachten ist eine dreiteilige deutsche Serie über die schönste Zeit des Jahres. Die Geschichte basiert auf dem Buch 7 Kilo in 3 Tagen von Christian Polkerbeets Huber. Oder um es mit den Worten von Bastian zu sagen: Frohe Weihnachten, du blödes Arschloch! Loch auf der Rückseite des Geräts und da können Sie dann den Reset vornehmen. Einen Kumpel wie Bastian haben wir alle. Er ist der Typ, der nach Berlin gezogen ist, um dort irgendwas mit Musik zu machen. Klingt fancy, sieht aber eigentlich so aus. Absolute Scheiße. Unfassbar langweilig. Schmeiß ihn bitte raus, ja? Keine Kohle und ein gebrochenes Herz gibt's obendrauf. Ist das dein erstes Weihnachten ohne die Fiene? Ich glaube, ich bin drüber weg. Jetzt geht's aber erstmal über Weihnachten nach Hause. An einen Ort, zu dem garantiert kein ICE fährt. Kennen wir ja auch irgendwie alle. Wir befinden uns irgendwo in der Eifel, wo Bastians Vater schon wartet. 4 Minuten Verspätung? Also alles wie immer. Man wird ins Foodkoma gekocht, irgendwas ist mit dem Internet und das Zimmer von früher ist auch schon fertig. Ich hab deine Lieblingsbettwäsche schon aufgezogen. Bastians Bruder Niklas und seine Ex-Freundin Fine stehen vor der Tür. Die beiden sind jetzt zusammen und feiern auch mit. Bastian, kannst du dich einmal zusammenreißen? Wenigstens haben die alten Freunde keine Ahnung, dass es in Berlin nicht so richtig läuft. Für sie ist Bastian immer noch der Star der Dorfband. Außerdem ist er nach einem besonders langen Kneipenabend in eine Sache mit Carina reingestolpert. Und irgendwas verschweigen ihm seine Eltern doch. Nö, naja, irgendwie doch. Das ist das schönste Weihnachten, was wir je hatten. Bastian muss sich entscheiden. Haut er ab oder rauft er sich doch wieder mit seinem Bruder zusammen? Und ist er zur Abwechslung mal ehrlich? Wenn du den ganz normalen Wahnsinn in How to Sell Drugs Online fast fühlst, die Freundschaften in Tage wie diese und Johanne in Weihnachten zu Hause beim Daten die Daumen gedrückt hast,